2019 soll sie wieder die Schienen Lippes befahren. Die alte Dampflokomotive Lipperland soll bis dahin vollständig instand gesetzt und fahrtüchtig gemacht werden. Nun fiel am Bahnhof in Extertal-Bösingfeld der Startschuss, bei dem der 9,5 Tonnen schwere Kessel vom Fahrwerk abgehoben wurde. Der Kessel ist normalerweise fest mit der Lokomotive vernietet bzw. verschweißt. Das heißt, man kommt nicht so ohne weiteres ran. Da wir jetzt aber die Kesselrundung selber, alles was Sie da sehen, was lang nach vorne geht, da wir die eben reparieren müssen, ja, müssen wir halt an quasi das Herzstück der Lokomotive ran und müssen den kompletten Kessel vom Fahrwerk halt eben runternehmen. Das heißt, wir haben mit dem Brenner, oder überwiegend mit dem Brenner, einzelne Schrauben waren zu lösen, aber überwiegend mit dem Brenner den Kessel vom Fahrwerk getrennt und mit einem Autokran abgehoben. Insgesamt werden rund 360.000 Euro benötigt, um die Restaurierung der alten Dampflokomotive zu realisieren. Aus den verschiedensten Stiftungen und Fördertöpfen ist mittlerweile ein Großteil der Gelder zusammengekommen. Um die Lok wieder auf die Schienen zu schicken, fehlen jetzt nur noch um die 20.000 Euro. Neben den finanziellen Mitteln sind rund 5.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit vorgesehen. Wenn dann alles wieder zusammen ist, dann muss auch das Führerhaus, das restaurieren wir separat in einer Werkstatt. Da waren auch relativ viele verrostete Stellen bei, dass wir gesagt haben, jetzt, wenn es sowieso abgebaut werden muss, machen wir es eben neu. Das muss auch wieder aufgesetzt werden. Das haben wir uns dann vorgenommen für den Spätherbst. Und dann kommt anschließend das Einstellen der Dampfmaschine, also der Dampf, der hier im Kessel erzeugt wird, muss ja auch verarbeitet werden, damit die Maschine dann fahren kann. Das alles eben fein einzustellen, die Achsen wieder sauber einzustellen, das folgt dann im Anschluss. Das wird uns dann das ganze nächste Jahr beschäftigen. Also wenn alles glatt geht, dann sind wir in der Tat, ich tue mich immer so ein bisschen schwer zu sagen, Saisonbeginn 2019, das geht klar. Die Saison beginnt bei uns relativ früh, aber ich denke mal im Laufe des Jahres 2019 sind wir auf jeden Fall soweit, mit der Maschine dann starten zu können.